Bona Ziua und herzlich willkommen zurück zu Moland Romanisch mit Duolingo. Und heute geht es um Objekte. Und ich klicke wieder mal hier auf Strengthen Skills in der Hoffnung, dass mehrere Fähigkeiten gleichzeitig gestärkt werden. Vielleicht klappt es ja irgendwann. So. Ich sag jetzt einfach mal, ich weiß nicht genau, was es heißt, aber ich sag einfach mal Timbrelle, weil es mir so vorkommt, als würde es heißen, die sind in. Ja, mehr kann ich gerade nicht übersetzen aus dem Stegreif. Aber es war richtig. Die Briefmarken sind im. Wie Cahier im Französischen, ne? Im Heft. Okay. Gut, ein oder eine. Meine Güte, ich kann die Vokabel nicht. Dann würde ich einfach mal sagen, Back. Weil das, ja, klingt ziemlich unbestimmt. Eine Glühbirne oder eine Kerze? Luminare, wegen Lumen. Also ich kann jetzt kein Wort bilden auf dem Stegreif, aber Lumen, oder? Heißt es doch. Ja, Lumen ist doch Licht, lateinisch, oder? Das ist mir doch noch eingefallen, wenn es richtig ist. Eu deschid fermoarul. Was? Nochmal bitte. Eu deschid fermoarul. Eu deschid fermoarul? Bin mir nicht sicher. Eu deschid fermoarul. Okay, das klingt immer noch so. Fermoarul, das habe ich aber nicht gehört. Ich öffne den Reißverschluss. Azi avem becuri puternice. Moment, da fällt mir gerade ein. Fermarul, das klingt wie fermé im Französischen, was ja schließen heißt. Naja, nur nebenbei. Azi avem becuri puternice. Was, habe ich gerade Asia verstanden? Azi avem becuri puternice. Nochmal bitte. Azi avem becuri puternice. Becuri puternice. So, jetzt ist nur die Frage, was heißt das? Heute haben wir starke Becuri. Ich weiß nicht, was Becuri heißt. Becuri heißt vor allen Dingen. Ach, das Wort hatten wir gerade eben, ne? Glühbirnen. Okay, ich habe P rausgehört, aber anscheinend war da gar kein P. Batterie ist veche. Wir haben starke Glühbirnen, hieß das. Okay, die Batterie ist alt. The battery is old. Jo. Acele chibrituri sunt mai bune? Jetzt ist die Frage, was heißt chibrituri? Dann könnte ich es übersetzen. Chibrituri. Matches, also Streichhölzer, nehme ich an. Diese Streichhölzer sind besser, oder sind diese Streichhölzer besser? Those ist ja Acel. Das andere wäre Acest. Das sind die unterschiedlichen Unterschiede. Are those matches better? Genau. Ceasurile au baterii. Also wörtlich übersetzt mehr gut. Naja, egal. Ceasurile au baterii. Ceasurile, das sind, glaube ich, die Uhren. Ceasurile au baterii. Au baterii. I oder was? Nee, keine Ahnung. Ich höre es mir nochmal langsam an. Ceasurile au baterii. Baterii. Das klingt so, als müsste ich es so schreiben, aber war das nicht Batteria? Das wäre ja weiblich. Und wieso soll es dann im Plural männlich sein? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Das ist normalerweise umgekehrt. Ich weiß es nicht. Ich gebe es mir jetzt immer so ein. Aber es war richtig. Aber es hieß doch Batteria, oder? Warum wird aus Batteria Batterie? Naja. Eu pun lipiciurile pe masă. Nochmal bitte. Eu pun lipiciurile pe masă. Eu pun. Irgendwas mit per Masa. Masa. Auf den Tisch. Ich setze, lege auf den Tisch. Aber was? Eu pun lipiciurile pe Masa. Das habe ich verstanden. Lipiciurile. Aber ich weiß nicht, was es heißt. Die Kleber. Also mehrere Kleber. Wahrscheinlich mehrere Tuben oder sowas auf dem Tisch. Chibriturile okay. Nu sunt bune. Chibriturile nu sunt bune. Eben hatten wir das Wort. Waren das die Streichhölzer?
The matches are not good. Die Streichhölzer sind nicht gut. So war's, alles klar. Poștașul are multe timbre. Poștașul are multe timbre. Das klingt irgendwie wie eine Tasche. Poștaș. Einmal auf Französisch und einmal auf Deutsch. Hat viele Timbre. Was hieß nochmal Timbre? Das hatten wir vorhin auch schon. Verdammt. So viele Wörter. Nein, ich weiß es nicht mehr. Timbre. Briefmarken. Dann ist irgendwas mit Post. Posta. Postasch. Posta, Postasch. Post, Postasch. Irgendwas mit Post, vielleicht Postkarte oder sowas. Postaschul. Ah, nee, ist eine Person. Der Postbote. Alles klar. Der Postbote hat viele Briefmarken. The mailman has many stamps. Hat viele Briefmarken. Ja. Tu ai o brichetă? Eu am un chibrit. Brichetă. Brichetă. Was heißt das noch gleich? Feuerzeug. Genau, Feuerzeug. Das war nicht das Brikett, das war das Feuerzeug. Du hast ein Feuerzeug, ich habe ein Streichholz. You have a lighter. I have a match. Genau. Pe masă sunt două lumânări. Pe masă sunt două lumânări. Auf dem Tisch sind zwei Kerzen. On the table there are two candles. Jawohl. Această baterie e mai puternică ca cealaltă. Această baterie e mai puternică ca cealaltă. Okay, das heißt, diese Batterie ist stärker als die andere. Okay. This battery is stronger than the other. Genau. Lumânările sunt pe tort. Lumânările, diese Vokale. Lumânările sunt pe tort. Was heißt tort? War das Kuchen oder sowas? Nein, Kuchen, Cake, ne? Also, ja. Die Kerzen sind auf dem Kuchen. Das klingt sogar ziemlich logisch eigentlich. The candles are on the cake. Genau. Pantaloni mei nu au fermoar. Pantaloni mei nu au fermoar. Okay, das heißt, meine Hose. Ha, Pantalon ist ja Hose. Pantalon, oder so, wie die Franzosen sagen. Pantalon, ach egal, wir sind ja nicht bei Französisch. Meine Hosen haben keinen Reißverschluss. My pants do not have a zipper. Oder? Oder soll ich sagen, mehrere? Nee, ich bleib mal bei einem. So ist richtig. Meine Hosen haben keinen Reißverschluss. Die Briefmarken sind im Heft. Timbrile sunt în caiet. Oder, nee, wie war das geschrieben? Caiet? Wie wurde das geschrieben? Ich denke jetzt gerade ans französische Wort Cahier, das wird halt natürlich anders geschrieben. Timbrelle heißt vor allem Ding, okay. Aber der Rest war richtig. Ich habe viele alte Ketten und Hochzeitsringe. Da fehlen mir zwei Vokabeln. Lănțișoare oder lanțuri. Bleibt mal bei Lănțișoare und Verighete.
Lönzi Schore und Verigette. Jau, am. Ist es die Frage Multe oder Mulzi? Ich komme später nochmal drauf zurück. Lönzi Schore. Schi. Verigete Wecke. Also müsste es Multe sein. Oder? Das ist ja, es scheint alles weiblich zu sein. Jawa Multe Lönzi Schore. Schi Verigete Wecke. Es wäre dann, ich habe viele Ketten und Hochzeitsringe alte. Ich hoffe, das stimmt so. Nein, weg. Okay. Ach, dann gibt's die Form Wecke vielleicht gar nicht. Oder sie ist. Oder das Wort wird anders dekliniert, sorry. Dekliniert heißt das in dem Fall. Es gibt ja einige Adjektive im Rumänischen, die haben nur zwei Formen und ich weiß jetzt gerade auswendig eben nicht, welche das sind und welche Formen die für was haben. Also es gibt welche, die haben eine Singularform, also nur eine Singularform und nur eine Pluralform, und es gibt welche, die haben nur eine männliche Form und nur eine weibliche Form. Und das könnte dann in dem Fall eins davon sein, dass vielleicht nur eine Pluralform hat. Oder so. Naja. Weiter geht's. Bateriile acestea nu sunt bune. Bateriile acestea nu sunt bune. Acestea nu sunt bune. Okay. Diese Batterien sind nicht gut. These batteries are not good. Genau. Seine Reißverschlüsse sind teurer. Okay. Fermoire. Wie sagt man? Louis? Oder? Sagt man das so? Sunt mai scumpe. Das könnte sein. Ich probiere es mal aus. Fermoirele. Ich muss das determinieren anscheinend. Okay, also designen. Okay, ich glaube, das hatte ich auch schon mal festgestellt, weil ich mich noch an den Vergleich mit dem Italienischen erinnern kann, den ich mal gemacht habe, weil es da nämlich auch so ist. Das habe ich anscheinend mittlerweile wieder vergessen. Deine Tasche, Pochette war das, glaube ich, hat viele Reißverschlüsse. Dann wären wir bei Pochette. Und nicht E, sondern A. Weil bestimmt in dem Fall. Louis. Nee, nicht Louis, nicht seine, sondern deine. Also, ta. Are. Multe. Fermoire. Deine, also Tasche, die Tasche deine, hat viele Reißverschlüsse. Ja, das ist richtig. Okay. Ich habe viele alte Ketten und Hochzeitsringe. Okay, die Verbform, die Adjektivform von alt, von weg, war falsch und ich muss weg schreiben. Weg mit I am Ende. Okay, yo, multe. Das war lön, zi, voilà, lön, zi, schore. Le? Verdammt, war das Schore oder Schorele? Schore? Schore, okay. Unbestimmt. Na gut, das unbestimmt ist logisch, aber ich war mir nicht sicher, ob es vielleicht ob es eine Form gibt, wo das beim Unbestimmten auch schon so dran ist. Ich müsste diese, wie sagt man, Flexionslehre oder so als Fachbegriff, ich glaube, die müsste ich ein bisschen besser üben. Verigette? Weg. So, ne? Ja, so. Seine Reißverschlüsse sind teurer.
Okay. Fermoirelle. Dieses Le hat mir letztes Mal gefehlt. Louis, das war, glaube ich, richtig. Sunt. Mai. Skumpe. Jawohl. Das war's. Mal wieder was geschafft. Aber wieder nur eins. Aber was kommt da noch? Werbung für Tiny Cards. Habe ich noch nie benutzt. Weil ich von den Vokabeln bei Duolingo bisher noch nicht viel gehalten habe, weil ich der Meinung war, das waren immer nur einzelne Wörter, wenn ich mich recht erinnere. Und da bin ich halt der Meinung, dass das nicht viel bringt, einzelne Wörter ohne Zusammenhang zu lernen. Aber okay. Vor allem ohne ihre Eigenschaften, ihre grammatischen Eigenschaften oder wie man dazu sagen soll. Naja, wie auch immer. Das war das mal wieder für heute. Damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. La revedere. Bum 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 Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, was deine Wahl der Qual? Ansonsten gute Reise und bis zum